Und gerade auf so einem Drillbeat merkt man halt, dass er seine Stimme auch dementsprechend genauso immer tiefer und tiefer. Hat man ja gerade am Ende von diesem Top Boy nochmal Ja, gemerkt, genau. wie Top Wenn die Boy. Betonung auf Top Boy setzt, ja, geht er nochmal extra tiefer. So. Aber keine Ahnung. Das ist das. Sowas wünsche ich mir von Jalil. Ja, genau. Ja, genau. Was geht ab und herzlich willkommen zu Rap Talk. Und wir geben uns heute von Jalil, Top Boy. Top Boy. Top Boy. Das Top wäre, wenn ihr einfach mal ganz kurz den Abo-Button klickt, dann braucht man auch nicht länger zu diskutieren und dann können wir so langsam in den Song reingehen. Aber Ja, ich muss sagen, von Jalil hört man sehr, sehr, sehr wenig, seit er von Maskulin weg ist. da waren ein paar Tracks. Ja, ein paar Tracks, aber wirklich nur ein paar. Und das ist schon eigentlich relativ viel, relativ lang her eigentlich, dass er von Maskulin weg ist. Ja. Gefühlt zumindest. Und dafür kam relativ wenig. Ich bin gespannt, was kommt. Aber 12.03.2021, wie es hier im Titel steht, kommt scheinbar das Album Hashtag Reset. Also fängt es wahrscheinlich wieder neu an. Weil Ich bin die gespannt. Songs, die er jetzt gemacht hat, wie, wenn, als er von Maskulin weggegangen ist, waren jetzt nicht so meins. Nee, meins auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Aber mal gucken. Ich hab von ihm mehr erwartet, so was nach der Zeit bei Maskulin kommt. Aber da war ja auch vieles so ungeklärt und dies und das und so. Und jetzt mal schauen, was kommt. Big wie Mutombo, Shooter wie Xabi Alonso, Bullets aus Drumbo. Gorillas im Dschungel, doch reden von Kongo, Kassen der Ponto. Für jeden Schein auf dem Konto bin ich aus London. Doch in meinem Blog bin ich Top Boy. Big wie Mutombo, Shooter wie Xabi Alonso, Bullets aus Drumbo. Gorillas im Dschungel, doch reden von Kongo, Kassen der Ponto. Für jeden Schein auf dem Konto bin ich aus London. Doch in meinem Blog bin ich Top Boy. Sehr geil, der Stimmeinsatz auf dem Drillbeat. Sehr geile Der Hook, hat sehr nice. eine sehr Und nice genau Stimme. das, hätte ich mir direkt von ihm gewünscht, als er von Maskulin weggegangen ist. Genau so einen Sound. Sehr geil Ja, gemacht, um zu sehr zeigen, geil dass er halt als geworden. alleinstehender Künstler trotzdem noch nice Sachen macht, so weißt du, nach dem Genau, Motto. genau. Jetzt ist so das Spotlight nicht mehr so auf ihm, wie damals. Deswegen ist es ein bisschen schade, aber vielleicht kann er sich durch den Sound jetzt so wieder so seinen Platz so erkämpfen. So würde ich ihm auf jeden Fall Weil die gönnen. Sache ist, der hat halt auf, ich weiß nicht, ich glaube, das war damals mit Flair auf dem Slow-Mo-Ding, hatte der einen übelst nicen Flow hier von wegen, na, 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 mit den Models von der Fashion Week. Der hat halt eine sehr geile Stimme und eine sehr geile Attitude. Ja, Das ist ja. einfach nice. Und gerade auf so einem Drillbeat merkt man halt, dass er seine Stimme auch dementsprechend genauso immer tiefer und tiefer. Hat man ja gerade am Ende von diesem Top Boy nochmal Ja, gemerkt, genau. wie Wenn Top die Boy. Betonung auf Top Boy setzt, ja, geht er nochmal extra tiefer. So. Aber keine Ahnung. Das ist das. Sowas wünsche ich mir von Jalil. Ja, genau. Ja, genau. Als das, was er da vorher gemacht hat. Weil gut, vielleicht hat er sich ausprobiert, hat ein paar neue Sachen getestet, die er halt vorher quasi oder von denen Flair ihm wahrscheinlich abgeraten hat oder so, wo er bei Maskulin war oder wo oder irgendwas anderes Ja. war. Aber jetzt Also ist ein guter ich würde Song, um sagen, wieder auf die Karte so. zu kommen. Ja, jetzt mal gucken, was so in den Parts passiert, aber wenn das so auf dem Level bleibt, so, dann glaube ich schon, dass so auch der Drill-Sound so sein Sound erstmal ist. Er hat die passende Ich Stimmfarbe glaube, dafür. da passt das einfach Er perfekt. hat die passende Passt einfach Stimmfarbe. perfekt. Fertig ist. So, komm, wir hören weiter. Los geht's. Bei mir auf dem Desktop, Double Jersey, Boston Red Sox, Rasier Klingen und Dreadlocks, schwarze Tattoos unter Tanktops, grüne Pflanzen, keine Shamrocks, Abendsteak, morgens Kellogg's, meine Killer kommen aus Fernost, fliegen ein nur für Headshots, alle Folgen ohne Flashmobs, laufen mit Schlägern so wie Jacobs, schnelle Autos aller Matchbox, durch das Blow oder Crack Rocks, Big Player wollen den Jackpot, Laserbeam aus Auge Deadshot, kommen Sections wie die Sexbots, mit 9 Milli Weste Teflon, Baby Mutombo. Sehr geil geflowt. Sehr geil geflowt. Wirklich. Richtig nices Ding. Guck mal, das Richtig ist, wie nices gesagt, Ding, fertig. das ist so, wie ich mit Jalil auch zu der Zeit gewünscht hatte, wo er gerade da weggegangen ist von Maskulin. Und auch allein, guck mal, das Video, was für ein geiler Shot ist das? Mit dieser übertrieben fetten Karre.
bei diesem Lichterkettenhimmel quasi drunter zu fahren und das alles reflektiert. Ja. Übertrieben nice. Ja, geil. Sieht nice aus. Schönes Video, fetter Beat, geil geflowt, sehr geiler Stimmeinsatz. Ja. Was will man sagen? Kann man nicht viel, kann man wirklich. Geiles, nicht geiles Ding, geiles Ding, so. Kann man nicht viel zu sagen, weil es passt einfach. Flow passt auf den Beat, Stimmfarbe passt auf den Beat, videografisch haben die klar, weißt du, so ein bisschen Street-Ding und dann, weißt du, in Nähe von Drogen und dann wieder das mit den Autos und sonst irgendwas, so dicke Autos, schnelle Drogen und keine Ahnung, generell, es ist einfach nur das Komplettpaket, so wie es jetzt ist, nice. Komm, mach mal Hook. Shooter wie Xabi Alonso, Bullets aus Drumbox. Gorillas im Dschungel, doch red nicht von Kongo, Kassel der Ponto. Für jeden Schein auf dem Konto bin ich aus London. Doch in meinem Blog bin ich Top Boy, Big wie Mutombo. Shooter wie Xabi Alonso, Bullets aus Drumbox. Gorillas im Dschungel, doch red nicht von Kongo, Kassel der Ponto. Für jeden Schein auf dem Konto bin ich aus London. Doch in meinem Blog bin ich Top Boy. Schneller Traum. Es ist einfach richtig geiler Stimmeinsatz in der Hook. Weil er halt immer gegen tief, Ende so dieses noch tiefer, tiefer gehen. Noch tiefer. Noch tiefer. Richtig brutal. Nice. Wirklich nice. Richtig brutal. Richtig geil gemacht. Böse. So wünscht mir Jalil, so seit ich ihn damals auf Maskulin so kennengelernt. Sogar damals noch, als er noch Reason hieß. Kennst du noch die Zeit, als er noch Reason hieß? Ich glaube, ich habe von dem damals da nichts gehört. Sag ich dir, wie es ist. Da gab's damals so einen kleinen Beef so mit Summer Jam. Reason gegen Summer Jam. Das war so ein bisschen so hin und her, so gestichelt. Ja, damals. so ein paar Tracks. Ist ganz, ganz so way back Südberlin-Maskulin-Zeit. Ich glaube, Südberlin-Maskulin 2 war das. Oder nee, ich glaube sogar noch früher. Ich glaube sogar noch bei Südberlin-Maskulin 1 damals. So war das schon. Mhm. Ich glaube, da war er schon so mit am Start. Ich kann mich täuschen, aber ich glaube, das war so die Zeit. Und dann haben sich ja so die Wege getrennt. Und jetzt als Jalil kam er dann back wieder zu Maskulin und ist halt auch wieder weg von Maskulin. So, ich glaube, er geht auch nicht nochmal unter einem dritten Namen hin, so, das glaube ich jetzt nicht. Das verstehe ich. Nee, aber jetzt so auf dem Level richtig fett, richtig krass. So. Wirklich nice. Wie gesagt, Stimmeinsatz ist das, was mich hier auch jetzt in dem Falle komplett abgeholt hat. Wirklich. Ja, nice. Absolut. Nice. Komm, weiter. Jahrzehn, Need for Speed, immer Gas geben. Bring die Packets in die Allein. Matter Benz, Leder Armlehnen. Grüne Pflanzen, keine Kakteen. Street Money, Fick auf Darlehen. Im Drogenrausch durch das Nachtleben. Halbtraum für das Staatswesen. Kannte Gangster schon mit 18. Dein Finger schnippt, schickt die Armee. Meine Soldaten ziehen im Strang stehen. Die deinem Schutz deinen Rang nehmen. Und dich ficken nur für Ansehen. Dein Video schicken nur zum Ansehen. Im Internet große Strategen. Noch face to face, immer Tam reden. Biggie Mutombo. Auch wieder richtig fett über den Part geflowt. Sehr geiles Ding. Einfach ein geiles Ding, was soll man sagen? Und die Aussage vom Track ist im Endeffekt, labert keinen Scheiß, labert nicht. Labert einfach keinen Müll. Ja. Und Aussage ist so, meine Stimme ist tiefer als eure. Scheiß. Aber das ist so zwischen den Zeilen so. Ja. So zwischen den Zeilen ist so, rede keine Scheiße, meine Stimme ist viel tiefer als eure. Böse. Sehr geil. Oder wie Xabi Alonso, Bullets aus Drumbox. Gorillas im Dschungel, doch red nicht von Kongo, Kassel der Ponto. Für jeden Schein auf dem Konto bin ich aus London. Doch in meinem Blog bin ich Top Boy, Big wie Mutombo. Shooter wie Xabi Alonso, Bullets aus Drumbox. Gorillas im Dschungel, doch red nicht von Kongo, Kassel der Ponto. Für jeden Schein auf dem Konto bin ich aus London. Doch in meinem Blog bin ich Top Boy. Man merkt richtig, so bei der letzten Zeile immer von der Hook, wie er so näher ans Mikrofon geht. Klar, muss er ja. So er nimmt so alles raus, man hört richtig, wie er näher rangeht und das nochmal so deep reinbringt. Je näher du ans Mikrofon gehst, desto tiefer wirst auch die Stimme. Stell dir vor. So ist das, das wusste ich gar nicht. Stell dir vor. So, aber, nee, Mann, also wirklich. Der Beat, geil finde ich. Hook wird ja wiederholt. Und bevor sie wiederholt wird, Beat geht raus und dann hört man dieses quasi, das Sample, dieses Geschrei kurz. Und dann fängt sie über. Ja, ist sehr geil wieder gefunden, das Fressen ja, für mich. Ja, sehr geil.
Komm, ich würde sagen, wir hören das Ding fertig. Ich glaube, so viel wird jetzt auch nicht mehr kommen. Vermutlich noch Beat auslaufen, ein bisschen Werbung fürs Album. So was. So. Gönnen wir. Böser Beat. Böse. So, Werbung für Top Boy. Werbung für Top Boy. Kommt jetzt vielleicht noch ein Album? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Nein, nicht mehr. Nur für Top Boy. Nur für Top Boy. Aber geiler nice. Song. Geiler Song. Sehr nice. Ja. Alles in allem einfach nice. Das ist so der Jalil, den ich mir gewünscht habe, schon seit langem wieder. Ja, sehe ich genau. Weil er hat die verdammte Stimme dafür. Ist so. Ja. Da kann man nichts mehr weiter hinzufügen, außer schaut die Videos über uns. Wenn ihr das gemacht habt, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder mit einem neuen Video. Aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr auch kein einziges Video mehr. Und folgt uns auf Instagram, dann verpasst ihr gar nichts mehr. Gar nichts. Auf Wiedersehen. Macht's gut.